Hallöchen, ihr Lieben! Heute zeige ich euch ein ganz einfaches Rezept für Croissants mit Mandelfüllung. Und wie ihr sehen könnt, habe ich noch ein paar Mandelblättchen oben drauf verteilt. Die Croissants sind schön knusprig und haben eine unwahrscheinlich leckere Mandelfüllung. Was ich alles an Zutaten verwendet habe, seht ihr hier einmal im Überblick. Und ich würde sagen, jetzt geht es los mit dem Rezept. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachbacken. Als erstes bereite ich die Füllung für die Croissants zu. Dazu gebe ich gemahlene Mandeln in eine Schüssel. Mit dazu kommt der Puderzucker, den gebe ich vorerst durch ein Sieb. Dann kommt eine Prise Salz dazu. Die Butter habe ich kurz erwärmt, sodass sie flüssig geworden ist. Die kommt gleich mit in die Schüssel. Dazu noch Zitronensaft und Vanillepaste. Jetzt gut verrühren. Die Masse darf hier nicht zu trocken sein. Die Füllung ist jetzt fertig und kann kurz zur Seite gestellt werden. Den Blätterteig einmal ausrollen. Und auf der langen Seite in vier gleich große Teile teilen. Dann gehe ich von der oberen linken Ecke mit dem Pizzaschneider zur rechten unteren Ecke hin. So habe ich aus einer Rolle Blätterteig 8 Dreiecke geschnitten. Auf jedes einzelne Dreieck gebe ich etwa einen Esslöffel von der Füllung drauf und verteile sie. Dann wird von dem breiten Ende zur Spitze hin aufgerollt. Achtet dabei darauf, dass ihr gerade zur Spitze hin rollt. Dann können die Croissants mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech verteilt werden. Zum Bestreichen gebe ich Milch zum Eigelb. Verquirle es kurz und bestreiche die Croissants damit. Dann können darauf Mandelblättchen verteilt werden. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten auf mittlerer Schiene im Ofen backen. Nach dem Backen 10 Minuten stehen lassen und danach mit Puderzucker bestreuen. Die Croissants schmecken warm sowie kalt mega lecker und schaut sie euch an zum Reinbeißen. Probiert das Rezept gerne aus und gebt auch gern ein Feedback, wie es euch geschmeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auch gern auf den Daumen nach oben unter diesem Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert das Glöckchen. Ja, denn so bekommt ihr auch gleich mit, wenn ein neues Video online ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!